go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. Make it a goal, yeah. We could be taking control, yeah. Make it a goal, yeah. We could be taking control, yeah. Make it a goal, yeah. We could be taking control, yeah. Make it a goal, yeah. We could be taking control. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I'm on this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See, we're the crowd beat. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouths free, I'ma change that soon. Better watch out now, see? I just wanna be the greatest. Yeah. And I just wanna be famous. Yeah.
Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah. Since day one, I've been getting it. I'm spitting gibberish. I just spit the realest shit. That's why they can feel my shit. Yeah. And I'm limitless. Run it like a business. I ain't leaving witnesses. I just keep on getting it. So meticulous. Spitting out these images. Traveling these distances. Just so I can win a bit. And they feeling it. I just keep on dealing it. Jackpot stealing it. Haven't hit the ceiling yet. Yeah. It's the chronicle. Lick it like a popsicle. Everything is comical. Nothing left is logical. Yeah, biological. Maybe diabolical. They say psychological. That don't mean I'ma stop it. No, yeah. Economical. Thinking technological. Thinking philosophical. Drinking like an animal. And writing shit that's flammable. Writing shit that's tangible. Writing hits like damn that flow. They eat them up like cannibals. Spit just like a fighter. I'ma spit just like a cypher. You can call me MacGyver. Cause I'm winning, spitting fire. Making hits. I ain't tired. And this life got me inspired. Man, this caffeine got me wired. I'm gonna take what I desire. If you with us, then you hired. Against us, then you fired. Dedication is required as I'm rising up, get higher. Man, the view is getting nicer like a girl. Oh man, I like her. Always felt like an outsider. Now my reach is getting wider. I hit him with a little bit of this and a little bit of that and a little bit of tricks and a little bit of tracks. And I wanna get a little bit up in the middle when he hit him with a little jingle like a baseball bat. She wanna mingle this and that. She says she's single, that's a fact. Send no signals here and back. She says that she loves my track. I leave and she follow. Haul up in my condo. Take it off pronto. Assisting like I'm Rondo. Baby Congo. Encore Bravo. Hold you like a taco. I blast off Apollo. And I'm nasty. Can't get nothing past me. Dirty like the backseat. Got a question, ask me. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the Was geht, Twitch? Selina's back am Start mit einem erneuten Livestream. Ja, Leute, erstmal sorry wegen Flo. Weil er wieder alles komplett. Genau. So komplett verwasselt. Aber das soll uns nicht daran hindern, Destiny zu spielen. Daran hindern. Also mit dabei ist der Flo, der war sowieso bald wieder ins Pitcher. Und mit dabei ist Max, der unsere seelische und moralische Unterstützung in diesem Spiel ist und unser Spielpartner ist. Hallo. Und Flo ist eine Geisterbindung. Der auch richtig motiviert ist, ja, das wissen wir alle. Ja, du aber auch. Ich bin gerade abgelenkt. Du aber auch. Ja, danke. Danke. Bitte. Plus dein Vogelnest, der Pistolenbehinderung. Das Stream fängt schon wieder so professionell an. Er fängt so professionell an. Ja, Leute. Ja, Leute, ich kann leider. Hopflo, lass es jetzt. Ich kann leider nicht in HD Plus streamen, so wie ihr es gewöhnt seid. Aber. In HD Minus. Aber es geht trotzdem. So mit einer Grafik schlechter und ich muss auch so ein bisschen die FPS runterschrauben. Für mich selber, dann geht es auf jeden Fall, weil Destiny ist ein Grafikfresser, wie noch was irgendwie, wenn man es mit Auflösung spielt und halt auch mit ein paar mehr FPS-Stream spielen will, ist Destiny wirklich absolut ein Grafikkartenfresser, wie noch was. Und dann nochmal mit Stream dann sowieso. Ja, also ich glaube gar nicht, was Streamen für ein Grafikkartenfresser ist, ne? Was dann da die Auslastung ist. Junge, das ist Wahnsinn. Gut, Leute, das soll aber auch nicht das Thema sein, aber ich habe es ja gefixt. Ich weiß ja jetzt, wie ich Destiny streamen kann. Und
Genau, wir gucken uns wieder. Das und deswegen werden jetzt regelmäßiger Destiny-Streams kommen. Ich will eigentlich gucken, dass ich Stand jetzt vielleicht einmal die Woche streamen kann. Wenn alles so nach Plan läuft, wie ich das will, könnte ich einmal die Woche streamen. Und also ja. Ganz kurz an die Zuschauer von Selina. Nach Plan läuft bei dieser Frau nichts. Ja, also stell dich darauf ein, dass gar kein Stream kommt. Ey, es kommt ja jetzt auch einer. Gut, der letzte Stream war zwar die MW-Beta, dann war ja jetzt zwei Wochen Pause oder was oder so, keine Ahnung, wann war MW? Ja, ja, vor einer Woche oder sowas. Aber ich hatte halt aber auch ein bisschen was zu besprechen mit Max und so und dann war halt so fürs Stream absolut gar keinen Platz. Aber jetzt ist Platz auf jeden Fall. Und ich hab auch Platz. Ja, wir starten auf jeden Fall mit der Kampagne. Mit dem Arschritzen. Mit der Kampagne von Destiny. Arschritzen. Und zwar Festung der Schatten. Arschritzen. Ja, gut, dass ich nicht streame. Leute, können wir einfach mal uns mal darauf einigen, dass wenn Flo so ist, gerade wie er ist, dass wir ihn einfach vielleicht ja aus dem Talk rauskicken oder so? Nee, Spaß, Leute. Hast du mich gerade? Ich trau mich was, ne? Ja, du hast von Verbindung Trennung geredet, also habe ich das so verstanden. Ja. Gut, Leute, ich würde mal sagen, Spaß. Haben wir jetzt mal genug rumgelabert an dieser Stelle und ich würde mal sagen, jumpen wir in die Kampagne rein. Beziehungsweise vorher noch. Da befolgt man meine wunderschönen Einblenden da, die. Nein! Das wäre ganz lieb, so by the way. Nein. Ich merke immer noch, dass ich diese Einblenden mal anders dann machen muss, ne? Aber. Faulheit, ja. Das Kicken so, ne? Und das. Ja. Ja, das ist bei mir das Problem, warum ich nicht streame. Huch! Huch! Ja. Ich war's nicht. Komm, jetzt da. Und mit dabei ist das Tempo, das Taschentuch. Nein, das Fixtuch. Wird spannend in den Kamm. Max, rede du mal noch mal kurz was. Was denn? Okay, Flo ist definitiv viel zu laut. Flo, rede du nochmal? Flo! Kiss me out before you go. Dann muss ich immer noch zu leise. Summertime sadness. Egal. Want you to know. Ach, bist du so. Wenn er aber auch so leise redet. Ist das jetzt besser? Ah, ja. Ist es jetzt besser? Ist immer noch zu laut, Flo. So. Okay, Flo, rede. Ja, genau. Max, rede du nochmal. Test. Tempo, du. 1, 2, 3. Hallo! Bitte so, dass du nicht übersteuerst. Hallo. Ja, okay, gut. Gut. Jetzt haben wir auch Discord auch mal eingestellt, aber ich mache noch kurz so ein bisschen lauter. Before you go. Oh, mal auf 99. Gut, oder? Dann starten wir in die Kampagne und die zwei Heiseln sollen. Ach nein, ich muss da hinfahren, oder was? Ich muss jetzt da hinfahren! Okay. Ja, du kannst halt nicht Auto fahren. Dann fahren wir halt in die Kampagne rein. Genau, wir fahren in die Kampagne. Ja. Wollen wir eigentlich mal wieder Forza Horizon 5 streamen? Jetzt ist ja wieder so laut. Ich bin doch gar nicht so laut. Ich tu nur so. Ich bin doch wieder runter. Ja, ich muss halt mal ein bisschen lernen, mit dem Lenkrad da rumzufahren, bevor ich streame. Ja, am Wochenende erstmal nicht, weil da ist Umstellen angesagt.
bin auch nicht da am Wochenende. Ja gut. Oh my god, I feel it in the legend of the law. Okay. Ich schwöre dir, wenn ich jetzt ein Copyright-Problem bekomme, gell? Dann gnadet dir Gott Tempo. Dann gnadet dir. Das Video auf YouTube nicht hoch. Dann gnadet dir Gott. Gnadet dir Gott. Ja, dann Gott gnade mir. Ja, ich kann, weißt du, Leute, ich kann weder im MP-Auto fahren, noch im Real Life einparken, seitlich, noch mit diesem komischen Fahrzeug in Destiny fahren. Was kann ich eigentlich, was Fahrzeuge betrifft? Außer Unfälle bauen. Das ist ganz gut. Ja. Warum gammelt Max da hinten jetzt rum? Max gerne. Wenn du vielleicht alleine die Mission starten musst. Ich weiß, aber... Ja. Du musst ja nicht hinterherfahren dafür. Stimmt allerdings. Musst du nicht. So, Leute. Dann starten wir mal hier in diese wunderschöne Flagge. Wie schön bist du jetzt da hinterhergekommen? So. Schade, gell? Wollte ich versuchen wegzuschieben, hat nicht geklappt. Ich hab's gemerkt. And sadness, cause it's summertime, summertime sadness, cause summertime, summertime sadness. Tempo, könntest du bitte deine Klappe halten? Nein, ich singe. Dann mute dein Mikrofon. Nein, ich singe. Okay, Aris. Wohin? Die Schutzbarriere der Pyramide ist nur eine temporäre Unbequemlichkeit. Bevor wir hindurchgehen, sollten wir verstehen, wie sie funktioniert. Die Schar könnte darüber Auskunft geben. Sie lebten seit Äonen neben der Pyramide. Und jetzt haben sie diese Scharlachfestung obendrauf gebaut. Das sieht man sich ja sie wussten mal. Also definitiv über ihre Existenz. Erscheinen seltsame Schargruppierungen auf dem Mond. Dazwischen besteht zweifellos ein Zusammenhang. Dann beginnen wir damit. Ja, ich weiß, was man... Jonas, ihr habt die gute Frau gehört. Dann starten wir mal. Kennst du, dass ich falsch fahre? Oh ne. Oder? Hä, hey, das sieht so falsch aus. Rechts abbiegen. Oh ne. Aris, wir haben es gefunden. Scheint ein Ritual zu sein. Nehmen wir doch richtig. Auf das jetzt, das Tempo-Navi. Keine Angst, der Schaden. Damit verfahren sie sich nie wieder. Bitte vor dem Ziel einmal eine Schleife drehen. Granate fliegt! Four wheel. Ja, sie rennen noch rein! So muss das. Das war jetzt sexy. Ella sexy, I know it. Oh Mann, leid. Ich bin schon wieder zu gut gelaunt. Und wenn ich zu gut gelaunt bin, ist das auch nicht gut. Ich will mal Auslassung da oben haben. Auslassung sagt okay. Ja, okay. Tut es weh, wenn ich da reingehe? Oh. Ah, ja, okay, es tut weh. Ah, okay, jetzt ist er wieder so ärgert. Okay, wenn da ein bisschen Gegner sind, dann...
Alter, warum tun denn diese Gegner in Destiny so viel Grafikkartenspeicher fressen? Beziehungsweise Auslastung von der Grafikkarte. Junge. Junge. Wenn nichts los ist, ist alles schön und gut. Dann frisst auch das Game gar nichts, aber. Aris, es sind die Albträume. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber komm. Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anfangen. Anders als uns. So you're living life in the night in the sky when I hope I don't die. So you're living life in the night, pray to God when I hope I don't die. So I think I want to sometimes every time. Was ist jetzt los? Warum? Achso! Ich hab gerade eben gedacht, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Hier ist sogar mal Tempo, wer ist denn da im Stream? Tempo! Banana! 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 Voila, so wie ein Speck, Digga. Alter. Das sieht aus wie die Damaskus-Tarnung in MW, was da Max hat. Auf seiner Waffe. Sieht ein bisschen, hat schon Ähnlichkeit mit der Damaskus-Tarnung. Hat in MW 2019. Muss ich jetzt hin? Da vorne. Oder Wichser. Genau. Twitch-Bahn. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat dein Einsatzdruck das dunkle Ritual unter dem Mond aufgehalten. Boah, was will ich denn mit dieser Ausrüstung? Ist viel zu schwach? Das ist viel zu schwach für mich! Der Kampf geht weiter. Jo, mach Sachen, Matt. Und wie sind wir denn hier? Quest. Du musst die Quest abschließen. Du gerade erhalten hast. Quest? Ja, ich doch. Aktiviert. Sammle Ressourcen und blühende Rotrunen und schließe Patrouillen öffentliche Events und verlorene Sektoren auf dem Mond ab. Dies sind zu reinigen. Gott. Muss das jetzt wirklich machen? Ja, ach, guck mal, da haben wir doch ein Event. Beginn doch gleich. Tschüss. Gut. Ja, vielleicht nicht darunter springen. Vielleicht findet man dann noch eine Patrouille dann näher bei diesem Event. Und dann kann man das ein bisschen beschleunigen vielleicht. Oh nein, der Typ. Hinrichtungen sind lustiger, wenn der Märtyrer denkt. Ja, lass ihn in Ruhe. Das sind die schnellsten Quests, die du im ganzen Spiel abschließen kannst. Die schnellsten Patrouillen meine ich natürlich. Ja, wo steht da einer? Ach, da oben ist einer. Es gab ein Team von Gefallenen, das sich die Alter, wie weit ist denn die weg? Boah, ich sehe nix. Boah, die ist da hinten! Ich will mich verarschen! Doch alles ist nicht hin. Hä? Es blieb der Wille. Es war so weit. Alter, komm. Der Rachedurst. Ja, warte. Der Nimmer stört. Bleib ruhig bei deiner Quester. Ja, da war. Ja. Jene, die hier arbeiteten, waren auf der Suche nach Wissen. Gucken, wie viel Prozent du jetzt schon hast. Das muss ich doch normalerweise. 28. Mhm. Okay.
Okay, dann dürfte das wahrscheinlich relativ schnell gehen. Vielleicht aber bei Events sind wir dann vielleicht bei 40 oder so. Raccoon! Was sie jetzt einfach so nur Patrouillen-Dinge mit Kills oder so, das wäre so gut. Kills muss ich ja so oder so machen, also. Ich habe eine Granate. Komm. Neun 20% treu sie. Ups. Upsi dir, upsi. Na komm, zeig dich. Ist so's fein. Da ist eine Kiste, ich will die haben. Ist mir. Oh Mann, ja, was, meine Muni. Was installierst du jetzt eigentlich neu? Wem redest du jetzt genau? Mit einem PC oder was? Tempo? Ja, tu ich. Ah. Oh, ich hasse diese Hexe. I hate this witch. Dann wäre es natürlich, was Hexe heißt, so, weil er sonst kein Leben hat. Hat wohl eben, der war wohl zu motiviert im Englischunterricht. Oder hat zu viel Minecraft gespielt. So. Genau, Max. 42% haben wir jetzt, ja, okay. Du musst dir etwas nee, 75%. Nein, nicht darunter fliegen. Okay, da hin. Auf die Mission, Kroda. Scheint denn die Klingel Ziki ruft. Ich bin Bruder, lass mal ein bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitze in meinem Self. Ich bin absolut schon vorbeigefahren, aber auch gut. Ja, ich merk's. Hä? Muss ich denn hin? Ich hab's schon aktiviert. So. Wie viele Crews lebten in dieser Cache? So. Wie viele Welten hat sie im Namen der gefallenen Häuser geplündert? Hab es. Ah, na ja, gut. Dann bricht die aktuelle Quest ab. Jo, egal. Hab's kompakt, die abzubrechen. Ja, einfach kurz den Geist öffnen und Dreieck gedrückt halten. Dreieck gedrückt halten? Patrouille aufgeben. Oh, gedrückt halten. Ja. Ja. Jetzt zu Eris. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Zu Eris? Ja, wenn ich mal nicht in den Tod springen würde, ja. Ach komm, ich mach da schnell Reise hin. Ganz ehrlich. Ich mach mal kurz das Reifenspiel so lang. Das Reifenspiel? Ja, das Reifenspiel.
Was für ein Reifenspiegel denn? Ja, wenn du bei Eris wärst, würdest du es sehen. Ich bin ja... Ich bin... Keine Ahnung. In den Tiefen des Höllenschlunds zerbrach meine Seele in tausend Stücke. Alles, was mir blieb, war, sie wieder aufzusammeln. Aber wie du sehen kannst, müssen manche ersetzt werden. Eins davon muss ich jetzt einsetzen. Einen uralten Talisman, der von der Magie der Schar durchtränkt ist. Ohne ihn können wir nicht die wahre Macht der Albtraumessenz einsetzen. Mit dieser Vereinigung ist der erste Schritt bei der Enthüllung der Geheimnisse der Pyramide getan. Aber nur ein erster. Mehr Essenz bedarf mehr Scharmagie. Nichts davon besitze ich. Sammle beides und der Pfad zur Pyramide sollte sich offenbaren. Ja. Mach mal doch das mal. Du spürst es auch, Warlock? Echos des Schmerz des Reisenden. Muss ich jetzt hin dafür? Mond ist mir auch klar. Ich kann nicht. Ah, da. Hatte. Keine Zeit, sich auszuruhen. Ja, da ist ein kleines Streaming-Ding drin. Denn ich habe Schlimmeres überlebt. Streaming-Verzögerung. So. Gehen wir mal weiter. Weißt du, mir ist kalt, aber ich will ein Eis essen. Da ist ein Widerspruch da drin. Soll ich jetzt noch den Ofen anmachen? Nee, komm, es lohnt sich nicht mehr. Lass es. Für die 2 Stunden. Nein! Alter. Was? Ja! Junge, Alter. Oh Mann, ich bin so... Leute, wir vergessen das einfach. Warum ist da ein Strich durch den Zuschauern? Cool. Entweder ist es ein Bug oder... Blinde Hingabe ist eine gefährliche Sache. Aber als es um Crota ging, wusste Omnigul keinen anderen Weg. Omnigul. Sie stellte für ihn eine Armee der Schar auf. Nein! Alter Max, ich hasse dich. Ich hab noch nie mal was gemacht. Du warst schnell als das Spiel. Sie erwartet, dass wir vor jenem fallen, was wir bezwungen haben. Ja, komm. Da hab ich wohl das leistungsstärkere Gerät. Du warst einfach vor mir. Ja, helfen wird schwierig. Ich komme hier nicht mehr raus. Hab die auch lieb. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ich zu schnell für das Spiel bin? Nichts. Ey Leute, kann man mal bitte mal so eine Strichliste führen, wie oft ich schrei? 1. Das bist du bei 23. 23. Ja, neu installieren, schön, aber warum? Okay, bist du gerade mit dem 5M-Server beschäftigt oder? Ja. Hast du im Backup schon von unserem Server? Was auf den aktuellsten Stand ist? Nein. Oh je. Der sagt mir immer noch, dass er das Ding installiert. Welches Ding? Der Server installiert? Ja. Oh je. Schickst du mir die Passwörter für den Server, bitte? Ah, in Betrieb. Genau. Okay. Jetzt, warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Er sagt schon, weil er ist da. Statistik. Tempo? 5 GB RAM ausgelastet von 8. Du bist ja auch Azubi, ne? Ja.
So, hast du dir rein zufällig über die Herbstferien Urlaub genommen? Rein zufälligerweise, ja. Rein zufälligerweise, okay. Hast du auch am 17., das ist ein Dienstag, also nächste Woche Dienstag, hast du da Urlaub? Nein. Oder sind die bei euch später, eure Herbstferien? Aber später, ja. Also, Weil dann hätte ich vielleicht gesagt, dass wir vielleicht am Dienstag wieder einen Stream machen können, endlich mal auf unserem Server, wenn er dann am Dienstag ohne Probleme funktionieren sollte. Ja, es wird die große Frage sein, ob das funktioniert. Aber wenn es funktioniert, können wir das so rein theoretisch tun. Jetzt schaue ich erstmal, ob ich überhaupt connecten kann. It's like a melody in my heart. Hey. Oh. Es ist hier Mond, du blödi Sub, du blödi Sau, du blödes Rindvieh, du blödes. Es ist ein Rindvieh da oben. Jo, du bist ein Rindvieh. Du Hex. Ja, du bist ein Hex. Warum hat die so wenig Leben? Wie kann Max... Ach, egal. Brauchst du gerade eben eine spezielle Waffe oder warum kannst du da Schaden machen, aber ich nicht? Ist erledigt. Jedenfalls cool, manche Gegner lassen eine Sphäre fallen, die du aufsammeln musst, damit du Schaden machen kannst. Haben wir. Aber eigens dem Albtraum zugehörige. Schieße tägliche Bodezüge von Eris Moor ab, um die Essenzen. Oh Mann. Sag mir, was du dort findest. Komm. Was hast du denn für coole Gesten? Ich will auch so coole Gesten haben. Ja, steck viel Geld ins Game und dann kannst du die auch haben. Ja, aber ich bin kein Geldscheißer. Ja, du spielst auch noch nicht so lange wie ich. Halt die Goschen. Ich kann einen Mitbesitzer hinzufügen. Gib mir ja gleich Adminrechte, gell? Jetzt, mach mal, halt lang. Na. Wenn, dann will ich Adminrechte haben, du. Ach, kann das sein, dass das so ist und dann... Muss ich noch das dranhängen? Nimm es. Ja, ich schieße ja schon. So, wie kriege ich sie jetzt am schnellsten hin? Jetzt nicht. Hab's mal angenommen. Ah, muss das machen. Dann machen wir das mal. Boah, ich will ja Eis. Mann. Achso, Leute, by the way, ich mache jetzt mal so ein bisschen Werbung so. Desi haben wir einen wunderschönen Clan, der heißt, wir sind die Gang. Wer beitreten will, tretet einfach bei. Dankeschön und tschüss. Genauso macht man Werbung. Dass die erstmal angenommen werden müssen von mir, bevor ich da irgendwer beitreten kann. Ja, ist mir egal. Tretet einfach bei. Max nimmt euch dann schon an. Das geht schon. Also. Herr Max. Nein. Genau. Ich hab keine Ahnung. Ich werde dich bei Tim und nicht bei mir. Was mache ich denn falsch? Alles?
Alter, dauert die Lunge. Jo, geht da. Und by the way, Leute, lasst einen Follower da. Wäre wirklich sehr lieb. Dankeschön. Auto 50 Follower in Ding, in Twitch und Auto 560 Abos in YouTube. Wir hatten ja mal wieder die 560 Abos, bis dann irgendjemand wieder deabonniert hat. Max, warst du das? Ich war's. Tempo! Abonnieren! Jetzt! Hat keinen Link, kann also nicht. Ich habe irgendwie Scharlachfestung gerade. Ja doch, Scharlach. Also, nein! Vor allem auch noch so überzeugend einfach nach unten nach vorne klauen und dann runtergefallen. Ja! Nein, nein! So richtig von der Erwartung, ist da irgendwas passiert. Ey, was willst du denn? Ja, Tembo, dass du blöd bist, das wissen wir. Ich dachte, die Schar bevorzugt ihre festen Unter. Das sieht doch aus wie einen Dungeon, den wir mal gemacht haben, Max. Ich besser Englisch wie du. Ja, es gibt auch Dungeons, nicht mal, was jetzt auf Englisch heißt. Nein! Wenn er wieder befürwortet ist mit von der Belohnung her, kannst du ihn von mir aus auch on-stream spielen. Ich kann nicht da durchziehen, das ist kein Problem. Ja, das weiß ich. Weil du halt aber auch am Monster bist. Du bist am Monster. Am Monster bist du. Ein riesengroßes Monster. Es ist ich habe mehr Waffen zur Auswahl wie du und sowas. Und kenne mich besser aus mit dem Spiel. Ja, ja. Was denn? Ich muss mich ja nicht auskennen können in diesem Spiel, weil du ja da bist. Für was soll ich mich dann auskennen? Ach so. Ja. Schreit doch nicht so, du kleine. Nein, Twitch. Du willst noch von Twitch lieb gehabt haben, was? Du kriegst eh kein Geld mehr von denen. Ja, aber, ja, ich weiß, aber vielleicht mal später so, weißt du, genau so. Ja, ab 100.000 kriegst du eh nicht mehr das volle Geld. Ich weiß. 70%. Ich weiß. Bei YouTube kriegst du wenigstens immer 70%. Ja, egal wie viel. Ja, das stimmt. Ja gut, aber bis du so weit bist, dass du so viel Geld verdienen kannst, wird noch einige Zeit vergehen. Oh, ich glaube, da lege ich vorher im Grab, bevor ich so viel verdiene. Dann lass dich einfach von Trimax oder so boosten. Oder einfach zeigen, vielleicht an. Muss auch nicht unbedingt heißen, dass du da mehr Follower bekommst. Also stimmt allerdings. Ich glaube, wenn sie mich sehen, ich glaube, da rennen sie eh alle weg. Ja, also. Also, ist doch noch ein Grund mehr dafür, dass du dich nicht zeigst. Ja, gut, mit dem Gedanken spiele ich ja. Und wenn dann das Wohnzimmer umgestellt ist, gibt es eigentlich in dem Punkt mit Oma ist plötzlich in der Kamera zu sehen, wenig Angst, weil wenn es reinkommt, kann ich die Cam schnell ausmachen. Weil da habe ich mehr als genug Reaktionszeit. Oder du tust einfach so eine Linie auf dem Boden zeichnen, bis dahin und nicht weiter. Und alles, was dazu hinausgeht, ist dann nochmal ihre eigene Schuld. Ja. Ja, hab ich nicht gesehen. In der Verantwortung. Ja. Nein, da kommt so, ihr, das hab ich aber jetzt nicht gesehen. Ja, Pech. Guck halt auf den Boden. Alter.
Vielleicht kümmerst du dann aber irgendwie aber auch Kennzeichen auch so für dich oder so, weißt du? Dass du dann weißt, okay, bis dahin und nicht weiter, weil ansonsten bin ich zu sehen oder so. Vielleicht kann man das wirklich irgendwie ein bisschen kennzeichnen oder irgendwo einen Anhaltspunkt machen. Mal gucken. Aber bis dahin. Sturmhaube und dann, dann gibt es keine Grenze. Ja, das stimmt allerdings. Und am besten auch noch dann die Knarre in der Hand. Und sagen, Handy ins Leaflet, das ist ja Überfalli. Ich lass dich einfach spotten. Genau. Oder so. Dadurch kriegst du auch Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt allerdings. Nur ob es deinem gefällt, das ist wieder so eine andere Geschichte. Fein! Auch wenn das nichts mit was zu tun hat. Oder aber auch, ich lass einfach bei mir einbrechen. So, dann krieg ich auch Aufmerksamkeit. So. Sie sah zu, wie ihre Erblinie unterging. Meinst du während dem Stream, oder was? Ja, genau. Während Stream ein Einbruch. Coda, Oryx, Omnicol. Oh. Und sie ist begierig, dieses Leid zurückzuzahlen. Hä? Hä? Ich bin zu blöd dafür, bitte hilf's mir. Passwort, nein. Ich sollte mal nachladen. Komm, spiel mal bitte die Spurgewehr. Ich glaube, das war zu früh. Ah, ne, passt. Guck, Leute, und genau deswegen spielt Warlock. Könnt einfach, guck mal. Könnt einfach super weit springen. Miau. Oh, scheiße. Nein. Warlock ist einfach geil. Wir werden schon Jäger. Nein. Also vom Aussehen her, wenn man so von Skins geht, ja. Und auf jeden Fall Jäger. Wenn ich vom Skin her gehen würde, Titan, Alter. Ich weiß nicht. Da fällt mir irgendwie die Jäger besser. Gut, ich meine, das ist aber auch Geschmackssache. So, weil ich finde halt den Umhang cool. Oh, Unicorns verliert gleich schon wieder. Schnee schon viel mehr. Unicorn! Unicorn! Schreckliche Energien entstehen. Ich glaube, der Doktor sieht gerade auch nur so. Was ist mit der falsch? Sehnt sich nach deiner Ankunft. Sie hat sich nicht zurückgezogen. Sie köderte dich. Wir sind schon wieder fertig und die Leute hängen noch rum. Hallo. Hallo. Keine Anstrengung, ja. Abneigung Luft zu verschaffen. Aber Rache kann wohltuend sein. Alter, wie viele Dinge hast denn du da drin? Das ist ein bisschen viele. Mehr als nur Abneigung. Ihnen wurden Wunden zugefügt. Ich sollte definitiv keine genauen Anzahlen nennen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, das kommt aber halt in fast 5 Jahren zusammen. Ja, gut. Ne, 4. Dann kann besser 2018 oder 2017. Alexa, wann kam Destiny 2 raus? Müsste 2017 sein. 6. Dezember 2017. Alexa, stopp. Das sag ich doch. Ja, toll, drei, die auf eine Seite rennen. Warum funktioniert der denn dann gar nicht?
auf. Oh Mann, leer. Nein, falsche Waffe. Hab dich auch lieb. Boah, dieses Ding geht so langsam nach oben. Da schläft man ja ein. Da kommt sie. Tschüss. Ach komm. Jo, komm, sei ruhig da, der Fuhren. Ich hab doch keine Information. Ach, jedes Mal, wenn ich mit diesem Ding da drauf schieße. Na komm. Halt so langsam. Das. So. Jawohl, Level 370. Aris, es ist vorbei. Haschladun ist tot. Ich bin ein noch 7 Level. Aber dass Haschladun hier war, ist kein Zufall. Die Schar muss mehr mit der Pyramide vorhaben. Sie hatte eine Tafel bei sich, auf der ein Kryptoglyph beschrieben war? Ich habe noch nie von einem solchen Gegenstand gehört. Das ist genau die Information, wegen der wir hier sind. Komm zu mir zurück. Es gibt einiges. Nimm mal deine Karte. Ja, warte. Ja. Geh mal nach oben rechts. Ja, ist nix. Das ist nirgends sowas. Ah, nee. Passt schon. Reinige die von der lassen Essenz a Pain. Sie sich im Quest für. Ja, meine ich doch. Ah. Da. Pisse tägliche Beutezüge von Eris Born ab. Ja, welche hast du? Besiege mit einer Maschinenpistole rasch Gruppen von zwei oder mehr Feinden 0 von 15. Besiege mit einer Handfeuerwaffe rasch Gruppen von zwei oder mehr Feinden 0 von 15. Mhm. Besiege Gefallene im Anker des Lichts auf dem Mond. Okay. 25 Stück. Siege Albträume, bla bla bla. Fragmente zu sammeln, ja. Aber ich muss ja nur da. Ja, hol die MP und Handfeuerwaffe und dann. Jupp. Lass mir erstmal das mit den Albträumen weg. Ich will da schon einen einstecken? Natürlich nicht. Eigentlich Warlock, mein Tresor. So, wo haben wir dann gute Maschinenpistole, die ich jetzt auch will? Nehmen wir die. Tragen. Es gibt eine gute Handfeuerwaffe. Welche waren die? Feuerrad und dann die was nicht.
Scout-Gewehr. Schlechter. Das war die. Oh ne, ich glaube, das war die. Die hatte mich eine Feuerrate von 415. Ich glaube. Super stark behauptet, dass es die war. Du musst jetzt so weg. Wo ist er drüber? Nee. Ich kann dein Herannahen spüren. Ist vielleicht jemand ein Event oder so? Ja. Da mal hin. Was, wenn? Anker des Lichts. Gut. Hallo. An alle Hüter auf der Mondoberfläche. Ein Kriegssatellit ist nahe eurer Position abgestürzt. Teleportation einleiten und Position halten. So. So. Komm spawnen. Na hopp, geht doch. Na, da. Akum. So, haben wir die. Komm in einer Gruppe, willst du mich gerade verarschen? Was? Als ob sich gezählt hat. Ach komm. So, Handfeuerwaffe ausrüsten. Du da weg, du da her, Spurgewehr wieder her. Oh ja, die ist cool. Ja. Na gut, das war verkackt. Na gut.
So ein Hammer. So, dann such dir jetzt ein paar Gefallen hier in dem Gebiet. Achso, bin ich schon in dem Gebiet? Ja. Ah ja. Danke, dass du nichts musst du doch suchen. Ja, genau, ja. Oida. Ich hasse den Mut. Okay. Hast du das gerade eben auch gehört? Was denn? Ich kann es nicht mehr aufhalten oder so? Oder bilde ich mir jetzt schon Dinge ein? Ach so, du hörst diese, du hörst diese gefallenen Hüter. Ah. Die reden die ganze Zeit hier, wenn du an denen vorbeiläufst. So, gut. Ach komm. Mann, ich hasse Munition. Wenn sie leer ist, wenn du Doppelkills machen musst. Das kann dir nicht mehr abwehren. Genau. Na komm. Spawn. Alter, legen da viele Sparrows rum. Ich bin nochmal weg. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. Nö, ich kann nicht kommen. Sorry. Ich hab grad anderes zu tun. Schön, dass sie kalt ist. Mir ist auch kalt. So. Hämatit auch erledigt. Oh, das ging doch jetzt schnell. Vor unserem Näherrücken. Jeder Sieg bringt uns ihrer Eroberung näher. Die Beute von Hashladuns Tod ist zweifach. Wir wissen jetzt, was der verborgene Schwarm benutzt hat, um sich vor den Albträumen zu schützen. Und wo es ist. Der Kryptoglyph. Sollte es ein noch mächtigeres Set von Schar-Runen für ihre Magie geben, ist es mir noch nicht untergekommen. Natürlich müssen wir uns in grauenhafte Tiefen begeben, um ihn zu bekommen. Unser Kryptoglyph liegt am Grund des Höllenschlunds. So. Okay.
10 von 19, also mal. Bezip, wenn wir jetzt schnell sind, können wir das da sogar heute schon durchspielen, weil. Ich harre hier aus. Ja. Warum bist du hier? Ich glaube, also da, ich kann dir definitiv sagen, das ist nicht die Story von damals. Das kann ich dir definitiv schon mal sagen. Ja. Die ist definitiv nicht so lang wie, wie die, die damals rausgekommen ist. Ja, 10 von 19. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, bevor das nächste DLC kommt, Hexenkönigin noch durchzuspielen. Ja, wenn das es dann noch ist von... Weil das schon ein bisschen... Also, ganz ehrlich, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Bin ich ganz ehrlich. Hier, du kannst halt nicht die Story jetzt vergleichen mit der von damals. Ja, das ist ein Witz. Das ist geärgert. So, das finde ich auch irgendwie keine Story irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja auch keine Story mehr. Hm. Nee, absolut gar nicht. Das ist einfach nur eine Quest, um irgendwie schneller zu leveln. So, das ist es. Sonst ist es nichts mehr. Ich wollte halt mit dem Planeten nur vertraut machen. Mehr auch nicht. Ja. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, bevor das nächste DLC kommt, Lightfall, Hexenkönigin noch durchzuspielen. Ja, das mache ich, glaube ich, dann auch. Weil das ich glaube nicht, dass Jenseits genauso viel besser laufen wird. Und dein Stream tut die ganze Zeit stagnieren. Wie stagnieren? Also, es kann auch vielleicht auch mal im Internet liegen, aber der lädt als. Okay, weil... Also der lädt ein paar Sekunden, dann läuft wieder, dann lädt wieder, dann läuft wieder, dann lädt wieder. Das kann vielleicht auch mal im Internet liegen, das möchte ich nicht ausschließen. Weil ich habe ja das Stream auch bei mir, beim Twitch Dashboard sehe ich ja ganz genau das Stream, so wie ihr den auch sehen solltet. Eigentlich. Und da läuft er ohne Probleme. So. Hier, ich habe ja gesagt, ich will nicht ausschließen, dass es an meinem Internet liegen kann. Das Ding ist so, also du guckst sagen, zu. Zumindest sie. Du guckst die ganze Zeit zu. Ja. Cool, dann wirst du mir nicht angezeigt, dass ich dir sagen kann, was du machen musst. Dann wirst du mir nicht angezeigt als Zuschauer. So ist nämlich ein Strich durch. Warte mal, ich guck gleich auf mein Handy. Wenn ich da die. Also ich kann dir auch nicht mehr folgen, das ist auch kein Problem. Hallo. Ich brauch Follower. Ach, für was denn? Ich hab. Ja gut, nee, dann buggt es darum, weil eigentlich müsste ich 2 Zuschauer haben. Ja. Gucke ich mir das mal so ein bisschen auf dem Handy an, vielleicht. Weil eben hat es alles noch funktioniert, normal. Aber mittlerweile irgendwann, so glaube ich vor 10, 15 Minuten, stagniert alles das Bild. Okay, ja, ich habe es jetzt mal auf dem Handy also offen. Zumindest bei mir. Ich habe es mal noch auf dem Handy offen. Weil da sehe ich auch, dass ich 2 Zuschauer habe. Läuft gerade wieder. Ja, und jetzt steht wieder. Nein, bei mir läuft's weiter. Guck mal bei dir auf dem Handy. Internet ist sowieso gerade der absolute. Ja, dann kann ich. Sowieso das Destiny funktioniert, aber ein normaler Twitch-Stream nicht. Ja, dann könnte es vielleicht wirklich an deinem Internet liegen. Ja, eben. Das wundert mich sowieso, obwohl die auf demselben Internetleitung laufen. Ja, gut. Aber gut. Da, auf der anderen Seite der Grube. Das ist unser Eingang. Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich mir jetzt noch ein DLC geholt habe oder ob es nur das Jenseits war. Jenseits dürftest du noch haben. Ja, gell? Jenseits des Lichtes, meine ich, habe ich noch. Ja. Ich glaube, die 2 DLCs habe ich mir geholt. Das lohnt sich aber auf jeden Fall für dich, weil du da den neuen Fokus bekommst. Das lohnt sich auf jeden Fall. Den welchen Fokus? So viel kann ich immer sagen. Den Stasis-Fokus? Ja. Ah, cool, dann kann ich ja die eine Quest da machen. Endlich im Battle Pass. Mhm. Also das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Handy ist nicht gerade besser. Ja, okay. Hi! Lady News.
Du kannst ja gerade mal ein bisschen weiter kämpfen. Ich guck mal so lange hier weiter. Jo. Ja, vielleicht komme ich noch, vielleicht kriege ich es hin, dass ich noch fünf... Leuten. Ja, wahrscheinlich wegen Handys oder so. Es ist halt cool, mir wird es halt bei Twitch absolut nicht angezeigt beim Dashboard da jetzt auf dem PC. Nichts? Warte mal, ich mach den mal kurz Zoom wieder auf. Ich geh mal kurz ein paar Sekunden in mobile Daten. Ja. Ah! Komm, ich muss uns gucken. Dann weiß ich definitiv, dass es an meinem Internet liegt. Dann lasse ich es eh sowieso sein. Dann hat es ja eh keinen Sinn. Ne. Sick. Bei PC funktioniert zumindest, sag ich mir zumindest, YouTube, weil ich habe auch nebenbei YouTube geguckt, das funktioniert einwandfrei. Auch ein Livestream, das funktioniert einwandfrei. Twitch aber sagt so, nein, die Katakomben sind niemals unbedacht, da sich die mächtigsten Schafe. Ich weiß nicht, warum das beim Dashboard jetzt bei Twitch so rumbackt. Auf dem Rechner. Ich weiß nicht, was die Schar mit macht, die so gefährlich. Man hört's durch. Ich hatte kurz Ton. Jetzt habe ich aber kein Bild. Wow. Der wir uns jetzt nicht stellen können. So, und ich laufe nicht mehr auf meinem Internet, weil ich laufe jetzt auf mobile Daten und da funktioniert es genauso gut. Nämlich gar nicht. Ich mach mal einen anderen Stream auf. Hä, das... Das ist nämlich wirklich jetzt, das Stream lag und es nur bei mir geht. Das wäre halt ein bisschen kontraproduktiv. Ein anderes Livestream funktioniert, einwandfrei. Hä? Einer nicht. Weil laut Twitch müsste er ohne Probleme funktionieren. Ja, jetzt funktioniert er auch. Ne, jetzt lädt wieder. Vielleicht braucht er zu viel Leistung, das kann vielleicht auch sein. Ach. Jetzt funktioniert wieder. Jetzt lädt wieder. Wow. So, und an meinem Internet kann es nicht mehr liegen, weil ich auf mobile Daten war. Ergo, lag es nicht an meinem Internet in dem Moment. Warte mal, ich brauch da mal kurz keine Gegner, dass ich mal... Ach, ja, verpiss dich. Komme. Okay. Oh, jetzt ist da immer noch einer. Komm, ich hab... Schanz mich jetzt mal da. Ah. Hilfe. Ich öffne gerade auch mal auf dem PC, wenn ich gerade so überlege, mal einen anderen Livestream. Da kann ich es ja auch mit herausfinden, wenn ich so überlege. Ja, es liegt an dir. Ja. Ja. Ja, anschauen. Ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, es liegt an dir. Ich hab den gerade selber mal offen, so. Sollte den vielleicht mal muten? Also ja, bei mir funktioniert der einwandfrei. Ich bin gerade. Ich hab gerade nämlich einen anderen Livestream auf Twitch auf bei mir. Der funktioniert auch einwandfrei. Ja, ich hab. Wechsel auf den, da funktioniert gar nichts. Ja, also bei mir funktioniert der einwandfrei und ich bin gerade nicht mit meinem Kanal angemeldet, sondern mit einem zweiten Kanal. So dass der Kanal nicht mir gehört, so weißt du, also so wie du den gerade siehst. Ja, funktioniert also einwandfrei. Weißt du, was vielleicht sein kann? Dass mein Stream mehr Internet zieht als die Streams von den anderen. So, weißt du? Ja, weißt du, weil jetzt funktioniert es auch wieder. Dann lädt es wieder ein paar Sekunden und dann steht es wieder. Ja, gibt. Also, weil ich hab, funktioniert schon, aber... Ich weiß ja halt nicht, wie bei den... Nicht laufend. Das war am Anfang besser. Da hat es wirklich laufend funktioniert. Ja, weil bei mir funktioniert es einwandfrei. Komisch. Anfangs hat es auch bei mir laufend funktioniert, aber... Jetzt irgendwie mittlerweile funktioniert es nicht mehr laufend. Komisch. Ich mach das mal aus wegen Internet. So. Ich kann dir aber nicht sagen, wo schon es liegt. Meine Freunde. Nur ich blieb zurück. Nein. Oh ja, das war der Abgrund. Und gebrochen. Bin ich denn? Ah! Doch du musst weitergehen. Ich probiere, wenn wir nachher mit der Story durch sind, spielst du nochmal ein paar Sekunden weiter und ich tu mal mein Spiel schließen. So dass nur noch Internet auf meinem PC läuft.
Pyramide. Und dann spielst du mal ein bisschen weiter. Und um zu gucken, wie es funktioniert. Dann kannst du das hier jetzt, auch wenn es nicht so ist, das ist, was du erwartet hast, kannst du das hier jetzt als Teststream so ein bisschen nehmen. Für einen längeren Zeitraum. Ne, weil ich das gewusst, dass ich sowieso ist, ich weiß nicht. Gut, ich meine, gestreamt hätte es wahrscheinlich trotzdem, weil ich meine, Destiny ist halt nun mal so. Das ist halt, ja, gut, bei der richtigen Story wirst du wohl ein bisschen mehr Cutscenes haben oder sowas. Aber jo. Weil wenn ich mal so überlege, beim MP sind auch oft genug Phasen drin, wo ich mir so denke, am liebsten würde ich das rauscutten, weil absolut gar nichts passiert. So, aber das hast du halt. Im Prinzip ist Destiny gerade ja so wie einfach Call of Duty, so weißt? Wie wenn ich gerade Call of Duty zock. So wie die Mission, die ja jetzt gerade drin, die du jetzt gerade spielst, die war noch in der Story drin. Das ist jetzt nicht das Problem. Sie sind nichts. Nur halt, das sind ein. Ablenkung. Das ist der Kryptoglyph. Hol ihn. Das sind ein paar Sachen dabei, die glaube ich nicht so wie damals in der Story waren. Ja, ich kann dir sagen, ich hab's ja gespielt, so, also. Von daher. Ich hoffe nur, dass jenseits des Lichtes noch die ist, die es sein soll. Hier, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es schon abgeschlossen. Das musst du nachher herausfinden. Ja. Ja, mal gucken. Ich kann ja auch mal kurz. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du Hexenkönigin spielst, das wird auf jeden Fall interessanter. Das kann ich dir versprechen. Wenn ich mal wüsste, wo die Quest wäre. Wo ist denn jenseits des Lichts? Da jenseits des Lichts. Eins von 34. Das heißt, jenseits des Lichts hat 34. Dinge schon mal. Das heißt, das kriege ich mal nicht so an einem Stream durch. Gut, doch, gut, geht schon auch. Ist wenn halt so ein bisschen längeres Stream. Kommt halt an auf die Dauer der Mission. Ja. Wenn so kurze sind wie die, kriege ich das im einen Stream durch. 3 Stunden Stream und die Story ist durch. Gut, aber man muss ja sagen, jenseits des Lichtes und das da kostet ja vielleicht gerade mal, glaube ich, 20 Euro oder sowas. Für das ist es okay. Die hast du ja zusammen in dieser Legacy Edition gekauft. Ja. So. So, das, was du jetzt alles hier machst, ist nur dafür da, dass du mit dem Planeten vertraut gemacht wirst. Ja. Die Story war da vorher halt noch ein bisschen anders, weil du den kompletten Planeten erst freischalten musstest und so ein Kram. Weil jetzt hast du ihn ja sozusagen geschenkt bekommen. Ja. Die Planeten. So, nur halt den ganzen anderen Content, den du auf dem Planeten machen konntest, hast du halt nicht gehabt. Leider. Naja, gut. Ist halt so, wenn man als Spieler einsteigt. Ist zwar ein bisschen schade so, aber ich meine, sie müssen halt auch Content rausschmeißen, sonst ist das Spiel viel zu groß. Teleportier uns hier raus. Ich sagte jetzt schon, das Spiel ist jetzt schon über 100 GB groß. Einfach so einfach laufen jetzt in der Phase. Einfach laufen. Achso, laufen! Ja, ja. Die spawnen jetzt unendlich, da wird kein Ende kommen. Okay, gut. Die Dinger solltest du vielleicht schon wegmachen. Warum? Ich lauf doch. Ja, nee, ich meine die Augen. Gut. Epiker, Mann. Präziser sind als eine Hexe. Viel präziser. Ich will ein bisschen. Ah, Mann, die Dinger sind im Mund schon wieder. Nein! Oh, Mann, wo bin ich jetzt schon wieder lang? Oh. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Ich sehe nichts. Wo muss ich denn lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Einfach klar. Warum bist du so weit hin? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Digga, ich bin wieder zurückgelaufen! Und ich war so, hey, warum bist du so weit hinten? Also da hochspringen. Guck mir das Ganze noch einmal. Oh Mann. Darüber.
Ah, das sieht schon mal besser aus. Hüter? Wir sind hier. Mit Kryptoglyph und allem. Ich dachte, ihr werdet. Es tut mir leid. Die dichte Dunkelheit der Pyramide 70% hielt mich von euch fern. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Mit dem Kryptoglyph haben wir eine Chance. Warum laden sich da meine Granaten nicht mehr auf? Fluch der Katakomben. Yay, yeah, Level 74! Hui! Wie war das nochmal? Ich pack das nicht auf Stufe 80 zu kommen diese Woche. Jetzt schon wieder im Stream 4 ja, Stufen hochgekommen. Ich wissen, dass du durch die Story so viel EP bekommst. Ist sau viel! Ja, woher soll ich das wissen? Kriegt irgendwie pro abgeschlossene Mission gefühlt. Also wenn wir dann wieder so in so ein Ding da reingehen, krieg ich ein Level so. Ja. Hier ist doch vorteilhaft nur für dich. Ja. Weil sogar packe ich nämlich wirklich mein Ziel, dass ich 80 Dinger, dass ich Level 80 komme die Woche. Wenn ich noch die ganze Gambit-Mission noch abschließe die Woche. Na gut, wird vielleicht ein bisschen schwierig am Wochenende, fällt mir gerade so auf. Ah. Ich glaube, am Wochenende hast du ein bisschen anderes vor. Ja. Obwohl ich schon überlege, dass wir am Freitag, dass wir dann da anfangen, das Wohnzimmer, die eine Seite soweit, alles mal wegstellen, dass man das weghaben, weil meine Oma hat das schon recht gehabt. Das wird ein bisschen länger dauern. Gesagt. Warte mal, Katzähne. Mir egal. Du stinkst nach. Ja gut, du musst halt die eine Sache immer. Warte mal, Katzähne. In den Schlachten nützlich sein. Aber die Pyramide verlangt nach größerer Macht, um sie zu betreten. Drei weitere Rüstungsteile. Drei weitere Albträume. Diese Seuchen quälen den Mond mit ihrer Präsenz. Schick sie zurück in die Vergangenheit, wo sie hingehören. Und im Gegenzug sollen sie uns Macht geben. Jawohl. Die Albträume besiege ich doch mit Link, so viele wie ich schon besiegt habe. Das ist doch gar kein Problem mit dem. Als Krota erlegt wurde, dachte ich, dass du laberst hier immer noch. Doch es wird Digga. Und zwar. Meine Oma hat gesagt, durch das, dass es hier so viel Teppich ist, was wir da verlegen, ne? Diese ja. 17 Quadratmeter. Das wissen wir ja. Das kann halt dauern so. Ja, aber. Ordentlich ist so. Und so. Und mit dem, bis wir die Schränken ausgeräumt haben, bis wir sie wieder eingeräumt haben. Das dauert auch alles. Wenn wir komplett alles rausräumen, nur das Schwerste vom Schwer. Wenn du jetzt mal ganz ehrlich überlegst. Ja gut, bis du es abgesteckt hast, bis es wieder richtig verkabelt hat, so wie es hingehört. Mein Zettel wird halt einen Haufen Zeit in Beanspruch nehmen. Gut, das ist ja kein Krach mehr so. Mit Zip der einzige Krach, der ja da ist, ist die Möbel umstellen. Das ist ja mit Zip der einzige Krach, der ist, wenn ich das Lego-Regal einräume, wenn ich das Setup irgendwie wieder alles richtig verkabel. Das ist ja im Prinzip alles kein Krach. Aber ich hätte vielleicht trotzdem gesagt, dass man gucken, dass man am Freitag die eine Wohnzimmerhälfte schon mal auf die andere Seite alles tragen. So. Weil dann ja, das nehme ich schon mal weg. Couch-Seite oder nicht Couch-Seite? Da, wo unser Setup hinkommt. Das müssen wir ja als erstes machen. Die Seite ja, am Freitag schon mal weggeräumt, sodass es steht dann zwar mitten im Raum überall, aber lässt sich halt nicht vermeiden, wir brauchen halt Platz zum Arbeiten. Da ist ja plötzlich so die eine Raumhälfte. Ich meine ja die Seite nur, ob du Freitag erstmal mit der einen Seite anfangen willst, wo mein PC steht, oder mit deiner Seite anfangen willst. Beide gleichzeitig weg. Okay. Und dann vielleicht, wenn es nicht zu spät ist, kann man ja anfangen, den Teppich zu verlegen. So. Weil dann wär's nämlich weg. Nee, weil ich hätte erst gesagt, dass du die Fernseherseite da wegstellst, fängst da die Hälfte den Raum mit dem Boden an, stellst dann auf den Teppich die Couch. Machst dann die andere Seite vom Teppich, ziehst dann deinen PC nach drüben. Ich will, gut, den PC schiebe ich erst da drüben, wenn die Löcher gebohrt sind. Jetzt doch an die Wand. Was an die Wand? Deine Bildschirme. Nein. Das Regal. Das Kartonregal. Das. Ach so.
Das muss ja auch gebaut werden. Kann er die nicht schon am Freitag machen, während ich nicht da bin? Nein, weil der arbeiten muss. Oh, dann soll er sich Urlaub nehmen. Haha. Er hilft uns ja vielleicht sogar am Samstag, ja? Kann ja sein, dass er uns ja sogar hilft. Aber ich weiß ganz genau, wie es ist. Schlecht. Wenn nichts vorbereitet ist, dann dreht mein Vater durch. Das war letztes Mal schon so, wo man die Regabte da dran geschraubt haben. Daher ist er auch schon fast durchgedreht, weil nichts vorbereitet war. Du meinst, dass da alles weg muss, bevor der das mal machen will? Ah ja. Deswegen hätte ich dann halt angefangen, das Zeug da alles schon mal wegzuräumen. Den Teppich vielleicht so weit schon verlegen, wenn es nicht allzu spät wird. So, ich meine, bis um 10:30 oder sowas können wir ja arbeiten. So, macht ja nichts. Meine Freitag ist so oder so. Kannst halt den Teppich so weit verlegen, außer die Seiten am Rand. Ja, genau, da wo mein Vater anfangen muss zu bohren, so. Ja. Da halt dann nicht. Dann ab da aufhören. So, und dass man dann freitags dann da, wie gesagt, so bis um 10:30 oder sowas macht. Und dann gehen wir ins Ding, ins Schlafzimmer. Weil Wohnzimmer wird dann schwierig, da noch irgendwas zu machen. Ich mach jetzt mal deine Story weiter. Mach noch 2-3 Quests, dann hör ich zumindest auf. Ja, dann ist die Quest sowieso schon rum. Ach so. Ja gut. 12:19. Also von dem her. Jo, die letzten Questschritte können trotzdem jetzt noch lange dauern. Okay, das ist wieder irgendwas interagieren. Das wird es wahrscheinlich auch schnell gehen. Jetzt krieg ich einen Stiefel. Ah, kriege ich da nochmal ein paar Quests? Ach, warte mal, das kann ich ja gleich einsammeln. Ach ja. Keine Ahnung, was das ist, ich nehme es einfach mal. Sachen nehmen ist nie verkehrt, Leute. So, was muss ich jetzt machen? Willst du das Portal in Eris Nähe? Ist das... Ja, wo muss ich hin? Wo ist das Portal? Wo ist das Portal? Hallo? Da oben! Warte, dann mache ich aber eine Schnellreise hin, das glaubt er mir aber. Oder hast du da was dagegen, wenn wir am Freitag schon mal ein bisschen was anfangen, nach dem Einkaufen, wenn wir dann gegessen haben? Max? Hä? Oder hast du da was dagegen, wenn wir da am Freitag ein bisschen was anfangen, wenn es dir gerade zu spät ist? 10 Meter. Weil ansonsten wird nämlich das Samstag Weg ein bisschen stressig, weil vor allen Dingen müssen wir warten, bis mein Opa weg ist. Und am Schluss, weil es ist ja immer so, wenn du irgendwas vorhast, dann geht er natürlich nie aus dem Haus. Hä? Muss ich das jetzt doch machen hier? Nee, muss ich nicht. Was ist das jetzt? Nee. Wieso, wo ich hin muss? Das ist eine Schlucht, da komme ich nicht drüber. Oh, ist das eine Scheiße. Boah, ist das unübersichtlich. Wie komme ich denn in dieses blöde Portal da hin? Boah, wie gut, dass es dieses Bärbos gibt. Da muss ich doch an diesem Event das teilnehmen. Hä? Nee. Oder doch? Ist das doof? Komme ich denn da hoch? So lang, wenn ich jetzt alles da. Ja! Max, wie komme ich da hin? Ja, ich muss da oben hin zum Portal. Was machst du denn da? Zu der Kampagne hingehen, wo ich hin muss. Oh. Die aber gefühlt auf dem Berg ist, wo man nicht hinkommt. Warte. Oh Mann, Alter. Die ist da hinten. Warte.
Bro, wo bist denn du? Was machst du da? Wo musst denn du hin? Da! Ja, wo da? Da! Da oben hin. Hallo! Oder da in die Richtung. Ja, dann komm. Ich weiß ja nicht mehr, wo du hin musst, weil ich ja kein Questmagger wie du. Da ist kein Durchgang. War ich auch gerade eben. Wie wär's denn mit dem? Oh. Ja gut. Die Tappe jetzt hat natürlich nicht gesehen. Vergiss mal das einfach mal, Leute, okay? Genau deswegen haben wir Max dabei, genau deswegen. Du hättest auch nicht nach links gucken können. Nein. Alleine. Nee. Nein. Das glaube ich auch noch aus Wort. Könntest du mal aufhören, so eine lange Mission da zu sein? Dass ich die vielleicht heute durchkriege? Wir hätten vielleicht doch früh anfangen sollen. Vielleicht hätte ich früher gucken sollen, wie viele Missionen das so sind, dass ich weiß, ob ich die durchspielen kann an einem Tag oder nicht. Ich hätte es mal für dich, es geht hier lang. Warte mal, ich guck. Keine Ahnung, wir sind nicht mal auf der Karte markiert. Hast du irgendwo einen weißen Punkt in deinem scheiß Bildschirm? Da ist ja kein weißer Punkt, da ist gar nichts. Ah, da drüben. Oh, Alter. Uff. Ah! Nein, wir müssen auf die andere Seite. Was ist da für eine andere Seite? Da ist der Punkt. Da geht's aber nicht lang. Ja, aber da ist aber der Punkt. Alter, woher soll ich das denn wissen? Deswegen sag ich dir es ja, dass da drüben genau da in die Richtung ist der Punkt. Genau wie ich gerade schieß. Da ploppt er mir auf. Alter. Öffne deine Karte. Ja. Sind wir aber nicht mehr. Wollen nochmal beim Hafen der Sorgen. Guten Tag, Herr Flo. Ohne Scheiße, ich mach gleich YouTube auf und guck. Wenn mein Stream nicht lecken würde, könnte ich sie ja sagen. So, ich kann's ja aber nicht. Beim Hafen der Sorgen immer noch spawnen. Steht doch da! Ja, woher soll ich das denn wissen, wenn ich auf deinen Stream guck und der leckt? Unter den Delay hat. Woher soll ich das denn wissen, alles? Ich hab ja keine Questmarker, so wie du. Ich weiß. Doch gut. Warte mal, habe ich meinen Questmarker noch markiert? Ja. Twitch ist so eine schlechte Plattform, ohne Witz. Kann ich mal einen Stream laden? Hast du den Punkt überhaupt auf der Karte markiert? Ja, habe ich, aber er ploppt nicht auf. Ah, du bist dein Punkt. Ach ja, jetzt bin ich nicht mehr zu sehen. Aber mir ist es richtig. Wir laufen jetzt einfach mal. Öffne einfach deine Karte und halt die mal ein bisschen geöffnet, bis ich was sehe. Kann ein bisschen dauern. Kann nicht wahr sein, ohne Witz, Alter. Ich hasse da nichts. Ist ja nichts. Das ist ja das Blöde. Es wird mir nichts angezeigt. Nichts.
Perspektive auf YouTube, da funktioniert es besser. Da kann ich dir mehr helfen als auf Twitch. Ich gehe nochmal zurück. So, öffne die Karte. Ja, ich gehe mal da zurück, das war aber auch wieder... Ach, bist du da unsichtbar? Warum bist du unsichtbar? Weil ich noch in einem anderen Gebiet bin. Als du. Mich ja immer noch nicht. Kann ich mich mal bitte wieder sehen? Kann Twitch mal bitte laden, dass ich was sehe? Mach mal was nicht einfach anders da. Hm? Ja. Wenn das dein PC nicht überlastet. Ich hoff's. Warum hab ich denn da immer noch keinen Marker? Geh mal drauf. Ja. Okay. Folg mir. Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Ich bin jetzt weitergegangen. Ja, jetzt bin ich gleich. Ich bin so doof. Ah, ich bin so doof. Wo soll dieser scheiß Questmarker sein? Weil wenn dir nicht mal ein Wegpunkt angezeigt wird, kann ich ja... Ist so. Hä? Es wird mir nichts angezeigt. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum man das nicht für Teammitglieder auch anzeigen kann. Cool, ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Man kann es doch sowieso nicht weiter, das sage ich dir jetzt schon. Geh wieder zurück zum Hafen. Ich bin weitergegangen, alle Tore sind zu. Ganz ehrlich? Es gibt doch YouTube, oder nicht? Ich sag dir jetzt schon, da wirst du nichts finden. Weil alle nur die Story damals gezockt haben und keiner das Vermächtnis. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Jemand muss doch raus. Ich sag dir jetzt schon, dass das keiner hochladen wird, weil das definitiv keine Klicks bringt. Das sag ich dir jetzt schon. Außer du bist so ein kleiner. So ein kleiner, ja. Sneed 2. Festung. Mal mit Twitch wieder zu, weil das bringt eh nichts. Der ist ja schon bei Part 9. Für irgendjemand muss das doch haben. Alter. Geh zu Eris. Teleportier dich zu Eris, bitte. Zu welcher? Zu der Dame zu da. Eris teleportieren. Ja. Bitte teleportier dich mal zu dir. Ja. Jetzt mal zeig mal, welchem Schritt das du bist. Ich weiß deinen Fehler. Ja. Komm jetzt bitte mal zu mir. Oh Mann, oh. Wie wär's mit diesem Portal? Alter! So, und jetzt weiterlaufen. Ich kann ja nicht hinterherkommen, weil ich hab das Portal ja nicht. So, jetzt hast du auch deinen Wegpunkt. Aber kein Randomator haben, da kann doch bestimmt nix. Okay, ich kann auch nix. Du musst ihn nur quatschen. Boah, warum nicht gleich so? Weil ich ja nicht dein Questschritt sehen kann. Boah! Dann hätte ich das von vornherein gesagt. Aber da ich ja nicht weiß, da ich ja nur deinen Wegpunkt sehe und nicht weiß, was dein Questschritt aktuell ist, weil ich nicht die Beschreibung lesen kann, kann ich dir nicht helfen. Ups. Oh, jetzt lädt das erstmal sich tot. Oh, da. Oh Mann, Alter. Ohne Worte. Ja, aber echt. Oh, das. Oh, Destiny, lad doch schneller. Oh ja, endlich mal eine richtige Cutscene. Danke.
So mag ich das. Das ist eine Kampagne. Ja, genau so will ich es haben. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. Boah, geile Vertonung. Wie lange saß es still da und beobachtete uns? Viel zu lange. Ich kann nicht anders, als mich dafür verantwortlich zu fühlen. Aeris, wenn ich dich nicht... Deine Sorge wurde gehört, aber ich bin für mich verantwortlich. Und wir wissen beide, dass du nicht zum Entschuldigen hier bist. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Die, die unseren Untergang herbeiführten, kommen zurück. Seid alle unerträglich! Spart eure Folter für jemanden, den es kümmert! Aeris, die Vorhut steht zu Diensten. Wenn du uns dann entschuldigen würdest, Ikora, wir haben zu tun. Hüter, alles, was sie will. Das ist die Kampagne, Digga. Oh, ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass er redet, dass ich mal wieder weiß, wie seine Stimme klingt. Hä? Oh, bis der redet, dauert's lang. Aber so welche Cutscenen will ich in einer Kampagne haben. Genau solche Cutscenen. Dann freu dich auf Hexenkönigin. Da hast du definitiv mehr Cutscenes als da. Ja, hoffentlich. Weil das feiere ich. Genau sowas feiere ich. Das hat man schon gemocht in Modern Warfare. Beziehungsweise in den ganzen Call of Duty-Kampagnen. Immer die Cutscenen. Und auch wenn du gezockt hast, dass du genau gemerkt hast, okay, ich bin in einer Story gerade drin. Nicht so, ich mache einfach eine Mission mit Cutscenen drin. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt die ganze Zeit. Schatten. Danach. Ey, fest in der Schatten. Ja. Was ist der nächste Schritt? Die Junge sind es gerade plötzlich viele Marker. 1, 2, 3, 4 auf einmal. Ja gut, aber durch das, dass das jetzt eine ist, die länger dauern wird, hätte ich dann auch wirklich hier dann den Cut gesetzt. Das hätte ich dann fürs nächste Mal aufgehoben, dass wir auf nächstes Mal ein bisschen Kampagne haben. Nicht, dass ich dann irgendwie ausweichen muss, weil die Kampagne irgendwie eine halbe Stunde fertig ist oder sowas. Ja. Genau. Soll man das jetzt dann probieren, doch schnell, dass ich jetzt gerade irgendwie eine Vorhut-Mission spiele, dass du dann... Nee, passt schon. Passt schon? Ja, passt schon. Ah, okay. Juti. Dann, Leute, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir das ja gerne sagen, zeigen. Also. Genau. Und lasst doch gerne ein Abo da, ein Follower da, abonniert meine Social Media Plattform und checkt mal meinen Partner ab. Es gibt 15% oben drauf. Und ich kriege ein bisschen was ab. Hashtag Geldkerl. Ich bräuchte mal so einen Sound mit Hashtag Geldkerl oder sowas. Ich würde es einfach. Irgendwie brauche ich sowas. Ja, was denn? Ich würde dich auch noch nicht wundern. Was, dass ich Geldgeld bin? Ja. Ja. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Wär's nicht Geldgeil? Ich? Ey, du bist auch so ein Ausnahmefall. Ja. Von mir wird eher gefordert, Geld auszugeben. Stimmt doch gar nicht. Ich hab mein Stream Deck kaputt gemacht. Hallo? Cool, ich hab mein Stream Deck kaputt gemacht. Okay, dann. Was kannst du eigentlich?
Warte, warte, warte. Lassen wir das doch einfach mal Stream Deck übernehmen. Nämlich nichts. In der Tat. Und der Typ bestätigt es nochmal oben drauf. Jo, Leute, ich will auch gar nicht mal die Endszene so lang machen. Mal gucken, wann die Fortsetzung kommt. Ich kann nicht versprechen, ob es diese Woche wird. Nächste Woche wird wahrscheinlich dann auch nichts mit der Fortsetzung, außer vielleicht. Obwohl, doch stimmt, da habe ich ja Urlaub. Da ist dann Max da. Muss man dann mal gucken, wie das mein Internet aushält. Wenn zwei Leute Destiny spielen, weil Destiny ist nämlich ein Internetfresser. Wenn das machbar ist, dann können wir die dann nächste Woche zocken. Zu Ende, wenn nicht, dann halt dann die Woche drauf, muss man dann halt dann mal googeln, wie wir das machen. Jo. Ich würde mal sagen, das war's. Und tschüssi und out. Shadow, don't you know?